Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Und ich muss sagen, ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der wird sehen, was mich gerade ein wenig beschäftigt. Und zwar die Bäume hier sind... Oh mein Gott, die sind tatsächlich ausgewachsen, Leute. Ach herrje, das war jetzt eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Eigentlich wollte ich das nicht erreichen, aber okay. Na gut. Ist die Frage, ob ich die jetzt abbaue und nochmal die Saplinge dahin setze. Das würde ich dann, würde ich aber, ja, die Decke darüber noch schnell ziehen, weil sonst würden die ja immer neu wachsen. Ach herrje, ist das blöd. Das ist mir gerade erst aufgefallen, wo ich die Folge starten wollte. Ich denke mal, ich lasse das jetzt aber soweit erstmal, weil ich eigentlich diese Folge gar nichts hier weitermachen wollte. Nur als kleine Gedankenstütze für uns nochmal, dass wir halt wissen, dass da ein Raum rein soll, der ja so einen kleinen, hier so ein kleines Gewächshäuschen darstellen soll, als Geheimgang oder so, oder als geheimer Raum oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ihr wisst ja von der letzten Folge noch, was dahinter steckt, und wer das nicht gesehen hat, der kann natürlich gerne nochmal die letzte Folge anschauen. War sehr interessant, das Ganze aufzubauen, und natürlich dort habe ich auch die ganzen Hintergründe erklärt. Aber natürlich habe ich auch heute wieder ein Thema für euch am Start und ich präsentiere euch das mal hier in der großen Halle, weil das einfach sehr schön hier ist. Und zwar kommt der heutige Kommentar von der lieben, ja man glaubt es kaum, von, Moment, ich kann es euch zeigen. Und zwar von dieser netten Dame hier, nämlich von der lieben Professor Minerva McGonagall. Sie hat nämlich geschrieben, lieber Dougie LP, kannst du mal darüber sprechen, wo die Lehrer schlafen? Das würde mich echt interessieren. Haben die ein eigenes Zimmer oder wo schlafen sie? Liebe Grüße, Minerva McGonagall. Da frage ich mich aber, McGonagall, wieso fragst du mich das? Du bist die Lehrperson hier, du müsstest wissen, wo du schläfst. Aber na gut, dann mach ich das halt. dann werde ich das heute gerne mal in einer Folge besprechen und auch euch mal aufrufen, eure Meinung in die Kommentare zu droppen. Denn man muss dazu sagen, ich habe da keine tiefgründigen Infos gefunden, beziehungsweise ist das Ganze sehr schwammig. Es gibt zwar einige Community-Dinger, aus diversen Foren oder anderen Internetseiten, wo das Ganze ein bisschen analysiert wurde. Aber wirklich tiefgründig wurde da nicht drauf eingegangen, weshalb das heute auch so ein bisschen, ja, philosophieren wird. Worauf ich mich natürlich auch freue, was mir natürlich auch Spaß macht. Und ich bin gespannt, was ihr mir da so in die Kommentare schreibt. Ich hang auch gleich sofort an, Leute. Nur, ich möchte heute sehr, sehr gerne mit euch weiter an der Kammer des Schreckens bauen. Denn das war ja letztens nicht einfach irgendein leeres Versprechen oder so. Nee, das will ich ja wirklich machen. Und beim letzten Mal haben wir eigentlich nur aufgehört, weil noch zwei Kleinigkeiten dazwischen kamen und weil ich keine Spitzhacke mehr in der vorvorletzten Folge hatte, wo wir in der Schlucht waren. Die habe ich jetzt allerdings wieder und ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir gehen da mal wieder hin. Oder soll ich noch irgendwas mitnehmen? Also Fackeln haben wir ja, Spitzhacken haben wir. Eigentlich sind wir ganz gut ausgerüstet, ich denke, das sollte funktionieren. Ich gehe mal kurz da runter, dann seht ihr auch nochmal, also gerade die Zuschauer, die vielleicht jetzt nicht jede Folge dabei sind, was ich sehr traurig finde, dann seht ihr auf jeden Fall, was wir in den letzten Folgen gemacht haben, denn, ja, der Fortschritt ist schon beachtlich, muss ich sagen. Besonders was die Inneneinrichtung anbelangt, haben wir echt sehr, sehr viel gemeistert und das macht mich wirklich sehr glücklich, dass wir das jetzt momentan so gut hinkriegen und wir kommen, was Hogwarts anbelangt, richtig gut voran. Was jetzt momentan ein bisschen zu kurz kommt, ist natürlich das dritte Gebäudekomplex, was da hinten irgendwo ist, was ja da auch ein bisschen hochgezogen wird. Aber ich meine, okay, man kann ja jetzt momentan erstmal so den Fokus auf die Inneneinrichtung legen und dann später kümmern wir uns um die Feinheit bzw. um die neuen Gebäudekomplexe. Hier, ich zeige euch mal gerade, was ich meine. Ja, man kann's, ja, wow, man sieht ein Stückchen vom Turm und da, ja doch, da baut es sich einigermaßen auf. Also das dritte Gebäudekomplex ist da in der Mache, aber... Wie gesagt, man muss auch mal sich an die Inneneinrichtung wagen, sonst wird das hier nichts. Und ich habe schon wieder das Waschbecken vergessen, was da eigentlich nur hin soll. Ich Esel. Naja, dann machen wir das auch später. Ich zeige euch gerade mal, was Sache ist. Und zwar haben wir jetzt hier den Eingang zur Kammer des Schreckens. Und der ist schon ordentlich tief, der Gang hier. Der führt halt nach unten. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen weiter nach unten buddeln. Denn ich möchte den ordentlich tief haben, damit wir später natürlich auch die Kammer des Schreckens dementsprechend hochbauen können. Weil der Raum, wo das Ganze reingebaut wird, der ist natürlich nicht einfach nur 5 Steine oder 6 Steine hoch. Der ist schon ordentlich hoch. Also so 10, 15 Steine schätze ich schon, wenn nicht sogar noch mehr. Weil wir wollen ja auch eine anständige Slytherin-Skulptur am Kopfende bauen. Und das geht auch nur, wenn wir den nötigen Platz dafür haben. Und deswegen lohnt es sich hier auf jeden Fall ordentlich in die Tiefe zu graben. Und ja, ich mache mal für euch ein paar Fackeln wieder hier hin. Ich denke, das ist auch schon ordentlich tief. Wir gucken gerade mal auf F3. Da sagt uns das System 34 sind wir jetzt aktuell. 34, naja, man kann noch ein bisschen tiefer auf jeden Fall.
Vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, Hogwarts wird später auf einem Berg stehen. Das heißt, grundsätzlich müssen wir sowieso viel tiefer bauen, als das aktuell der Fall wäre, weil wir halt irgendwann eventuell mit dieser Sache, dass halt Hogwarts auf dem Berg stehen soll, in Konflikt kommen könnten. Und das war ja auch letztens bei den Pokalzimmern ein Riesenproblem. Da wurde mir das ja auch von einem Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass ich da extrem aufpassen muss, dass ich nicht einfach da irgendein Pokalzimmer baue, weil, ja, wegen der Schlucht könnte das eventuell früher oder später zu Komplikationen führen und das, ja, sehe ich halt jetzt auch komplett genauso. Deswegen gehen wir heute mal ein bisschen tiefer hier und ich würde sagen, ja, ich lasse es mal offen. Ich peile mal eine Tiefe von 20 an, also das heißt noch 8 Steine nach unten. Ich denke, das sollte reichen und ich bin mal gespannt, ob wir bis dahin an irgendeine Höhle stoßen. Ich glaube es aber eigentlich nicht. So Leute, komme ich eigentlich mal zum Thema hier. Und zwar, wo schlafen die Lehrer eigentlich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil wir in den Büchern und in den Filmen natürlich jetzt nichts davon erfahren haben. Das Einzige, was wir wissen, ist halt, dass die Schüler ihren Gemeinschaftsraum haben und die Lehrer sowas wie ihr Lehrerzimmer. Denn eine Buchstelle, wo zum Beispiel das Lehrerzimmer, jetzt korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber es war doch mal in einem Harry Potter Buch der Fall, ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Teil das war. Ich glaube, der 5. Nee, ich bin mir sogar fast sicher, dass es der 5. war, wo Hedwig krank war und Harry dann besorgt um Hedwig war und dann McGonagall besucht hat, um Rat bei ihr zu holen. Und dafür ist er ja auch zum Lehrerzimmer gegangen. Oder liege ich da jetzt falsch? Oder habe ich da irgendwas verwechselt oder vertauscht oder so? Weil er war ja dann mit Hedwig beim Lehrerzimmer, weil, glaube ich, der Verdacht im Raum stand, dass Umbridge die Eulen abfängt, wegen der Post. Ihr wisst bestimmt gerade, also die Buchleser wissen gerade bestimmt, wo ich mich befinde. Das wäre mal gerade mega interessant zu wissen, ob das wirklich der Fall sein könnte. Aber dann wüssten wir zumindest schon mal, okay, sie haben ein Lehrerzimmer. Ich meine, das war auch ein Lehrerzimmer. Ich will mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich mich nicht hundertprozentig erinnere und auch jetzt hier nichts in Stein meißeln möchte, wo ich mir halt nicht wirklich sicher bin. Aber ich meine, das war das Lehrerzimmer. Jetzt natürlich die Vermutung, beziehungsweise... Ja doch, die Vermutung ist auf jeden Fall da, dass man sagen könnte, okay, das Lehrerzimmer ist vielleicht gekoppelt mit den Schlafräumen. Denn was man jetzt mal ganz sicher als Tatsache festhalten muss, und ich mach mal F3 wieder weg, was man ganz sicher auf jeden Fall festhalten muss, die Lehrer schlafen in Hogwarts. Und das ist kein Geheimnis, das wissen fast alle, denke ich, von euch, wenn nicht sogar alle. Und das wissen wir einfach aus den Büchern und Filmen, dass das halt ein Internat ist, wo die Lehrer genauso in der Schule schlafen wie halt auch die Schüler. Und dementsprechend müssen sie ja irgendwo schlafen. Es gibt keine Alternative, sie müssen irgendwo schlafen. Und schlafen tut man in der Regel in Betten, soweit ich das weiß. Und deswegen glaube ich einfach, dass es wirklich so sein könnte, dass die einfach an ihrem Lehrerzimmer gekoppelt dann ihre Schlafsäle haben. Getrennt wahrscheinlich auch, ja, sehr wahrscheinlich sogar getrennt. Ich denke nicht, dass sie dann so einen Raum haben, wo mehrere Betten stehen, sondern da wird wahrscheinlich jeder Lehrer sein eigenes kleines Zimmer haben. Und so würde ich das auch sehr gerne in Let's Build Hogwarts umsetzen. Denn, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lehrer irgendwie nach Häuser eingeteilt in irgendwelchen großen Sammelräumen schlafen. Weil Lehrer haben da ja auch immer so eine Sonderstellung. Das kennt ihr vielleicht auch. Damals zum Beispiel bei mir war es so, wo man in Jugendherbergen oder so, in der Jugendherberge war, mit der Schule. Da war es zum Beispiel auch immer so, die Schüler hatten dann immer so 5er-6er-Zimmer oder 4er-Zimmer. Und die Lehrer, die waren immer alleine in einem Zimmer. Okay, kann man auch jetzt zum Zeitpunkt nachvollziehen, ne? Ist klar. Aber damit will ich einfach nur deutlich machen, dass ich glaube, dass sie da nicht in einem Sammelzimmer schlafen, sondern tatsächlich getrennt voneinander. Jeder hat so sein kleines Domizil, sein kleines Zimmer, wo er dann schlafen kann, wo er vielleicht auch noch irgendwie einen kleinen Schminktisch hat. Ja, besonders für Snape sehr, sehr wichtig. Und deswegen, also ich denke schon, dass das so funktionieren wird, weil, ja, fragen wir mal anders. Welche Alternative gäbe es? Also mir würde keine einfallen. Ich wüsste jetzt nicht irgendwie, was man sonst da reininterpretieren könnte oder was man da vermuten könnte. Ich denke, das wird so der einzige logische Sinn dahinter sein. Also, deswegen, so, das ist auf jeden Fall meine Meinung. Natürlich würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Also, wenn ihr denkt, da gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung für oder eine wahrscheinlichere Lösung oder irgendwas, was euch gerade so einfällt, dann scheut euch, wie gesagt, nicht und schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde da natürlich sehr gerne nochmal drauf eingehen, wenn da so eine ultimative Idee dabei ist, weil ich brauche diese Idee nicht nur wegen diesem Thema heute, sondern die liebe Minerva McGonagall hat natürlich sehr clever gehandelt, denn bald müssen wir natürlich auch tätig werden. Und ja, die Schlafsäle der Lehrer bauen, denn ich werde auf jeden Fall Schlafsäle bauen. Nur wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich kann mir vorstellen, dass sie so und so in Hogwarts geschlafen haben oder übernachtet haben und das eine richtig coole Idee ist oder eine richtig logische Idee, eine, die vielleicht sogar richtig auf der Hand liegt oder vielleicht habt ihr sogar Fakten, die ihr auf den Tisch werfen könnt, das kann ja auch sein,
dann lasst es mich wissen, weil so kann ich das dann in Let's Build Hogwarts natürlich auch einbauen. Und ich möchte mich natürlich möglichst am Original halten und ja, solange es natürlich geht, solange das funktioniert, ne? So, Leute, ich werde den Raum natürlich nicht komplett so reinbauen, wie es sein muss. Ich mache das jetzt hier nur so einigermaßen, weil wir natürlich hier wieder später mit dem Reducto-Zauber arbeiten werden. Vielleicht mache ich das sogar jetzt in dieser Folge. Meine Spitzhacke ist jetzt sowieso fast hinüber. Die ist jetzt in ein paar Schlägen kaputt. Na? Na? Na komm. Und da ist sie kaputt, genau. So, jetzt haben wir hier nämlich so mal, schon mal so ein bisschen frei gemacht. Jetzt können wir natürlich hier mit dem Zauberstab alles mit Reducto wegsprengen. Ist nur die Frage, ob ich das jetzt schon machen möchte. Also, tief genug ist es auf jeden Fall, würde ich sagen. Tief genug ist es auf jeden Fall. Das ist jetzt hier die Frage. Ob ich jetzt schon mit Reducto hier irgendwie rumzimmern möchte. Weil man müssen natürlich auch, was man nicht vergessen darf, das ist ja jetzt hier nicht direkt der Raum, wo, ne, wo am Ende der Kopf von Slytherin stehen wird. Sondern es führen ja ganz viele Gänge hier durch. Das würde jetzt hier erstmal ein großer Gang, der in mehrere Richtungen abdriften wird. Das würde hier der Hauptgang, der auch rund gebaut wird, versuche ich zumindest. Und der führt dann erstmal so kreuz und quer. Und andere kleine Gänge führen auch nochmal kreuz und quer. Also es ist so ein Tunnelsystem, was wir hier bauen werden. Und dann kommt man am Ende dieses Haupttunnels an diese große metallene Tür, die man halt nur mit Parsel öffnen kann. Und dahinter bauen wir dann den eigentlichen Raum, also die eigentliche Kammer des Schreckens. Und so habe ich mir das vorgestellt. Nur ich würde ungern das jetzt schon machen. Ich glaube, das wäre überstürzt, wenn wir das jetzt schon machen. Aber Leute, wir sind gut dabei. Wir sind sehr, wir sind sehr, sehr gut dabei. Und jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich mit meinem fetten Schädel nicht hier durchkomme. Wir machen das mal anders. Ich muss mir mal anders behelfen. Anders geht's leider gerade nicht. Achso, Momento. Slash Game Mode 1. So, nur dass ich mal gerade ganz kurz da durchfliegen kann, Leute. Weil mit dem Animagus funktioniert das nicht. Und sonst müsste ich jetzt hier irgendeine andere Methode suchen und das... Ich denke, da ist mir keiner böse, wenn ich das so mache. So, und dann gehen wir auch schon wieder raus. Slash Game Mode 0. So. Und wir müssen mal gucken, dass wir das hier vielleicht... Haben wir noch Falltüren dabei? Falltüren... Ach komm schon, ich hatte so viele dabei. Spiel, verarsch mich nicht. Ich hasse dich, Spiel. Du bist scheiße, ich hasse dich. Na gut, wir machen später da eine Falltür rein. Vielleicht, wenn ich jetzt keinen Mechanismus rausfinde, wie man das hier irgendwie machen kann, dann müssen wir sowieso mit einer Falltür da oben arbeiten. Wäre mir allerdings nicht so lieb. Naja, wir gucken mal. Tür wieder zu. Also, Merkliste, Leute, wir brauchen ein Waschbecken, wir brauchen eine Waschbeckenarmatur und wir brauchen eine Falltür und wir brauchen... Ja, das war's im Grunde. Ach, und Spitzhacke, genau. Wenn wir also nochmal die Gelegenheit haben und in die Base gehen, müssen wir an diese Sachen denken. Oder ich muss an die Sachen denken und ich vergesse es wahrscheinlich wieder, aber ich bemühe mich, Leute. Ich werde mich bemühen. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir werden jetzt als allererstes mal... gucken, dass wir hier diese Wölbung wieder reinbekommen. Genau. Steine haben wir ja genug dabei, das ist super. So. Und jetzt werden wir mal gerade ganz kurz... Jetzt werden wir mal gerade ganz kurz diese Wölbung hier reinklatschen, wo mir natürlich jetzt wieder mal die Spitzhacke fehlt. Aber na gut, ich setze mal hier eben eine Fackel. Sonst erschlagt ihr mich wieder in den Kommentaren. So, und... Dann ziehen wir mal hier eben die Wölbung in die Decke, damit das eben genauso oder ähnlich aussieht wie bei dem Mädchen, bei der Mädchentoilette. Soll halt zumindest so in die Richtung gehen. Es muss nicht identisch sein, Leute. Ich sag's gleich, es muss nicht identisch sein. Aber so eine einigermaßen passende Struktur sollte schon da sein, dass man sieht, ey, Moment mal, das ist die zweite Toilette, die da halt irgendwie ähnlich aufgebaut ist. Und ihr seht auch jetzt schon hier, das ist nicht symmetrisch, Leute. Das wird hoffentlich aber aufgehen. Ich kann es nur jetzt noch nicht sagen und jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Spitzhacke. Nervig, nervig. Ich brauche wieder Diamant, Leute. Oh, Hilfe, ich sterbe. So. Na komm, wir machen mal ein bisschen zackiger hier. So. Und da guckt der Baum raus, alles klar. Oh Mann, ey, ich habe echt nicht dran gedacht, dass der Baum da wirklich auswachsen könnte. Aber ist ja logisch eigentlich. Wir haben da Fackeln hingesetzt, die Decke war nicht begrenzt. Hätte ich eigentlich selber drauf kommen können, aber naja, ist halt so, kannst du nicht mehr ändern. Naja. So. Woran muss ich nochmal denken? Falltüren waren das? Spitzhacke und Waschbecken und Waschbeckenarmatur. Boah, Leute, was ist denn heute los? Meine Gehirnsynapsen funktionieren noch einigermaßen heute. Dann will ich das nicht auf die Probe stellen und wir zimmern uns jetzt mal ganz schnell ein Waschbecken hier ran. Waschbecken, 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 Waschbecken. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da. So, eins. Und dann brauchen wir eine Waschbeckenarmatur
innen gerichtet, glaube ich. Wir werden es ausprobieren. Weil wenn ich das jetzt falsch mache, Leute, und ich dann wieder zurückkehren muss wegen einer scheiß Armatur, dann raste ich aus. Ja, aber das ist richtig. Habe ich doch richtig gemacht. Alles klar. Dann haben wir das. Und dann, wie gesagt, brauchen wir... Ja, davon brauchen wir erstmal nichts mehr. Aber wir brauchen noch eine Falltür. Und diese Falltür haben wir... Diese Falltür haben wir... Diese Falltür, diese Falltür, diese Falltür haben wir irgendwo, wo ich sie jetzt nicht finde. Wir tun mal ein bisschen Holz da rein. Dann machen wir uns eben eine neue. Ist ja nicht so, als ob wir das uns nicht leisten könnten. Zack. 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 Und da haben wir wieder zwei Falltüren. Mehr brauchen wir auch nicht. Gut, Leute. Und Lavi, lass es doch gut sein. Jetzt reicht's aber hier mal. Spinnst doch wohl. Mann. Nervt das, ey. So, wir haben Waschbecken, Waschbecken, Armatur und Falltür. Alles klar. So, was brauchen wir denn noch? Was habe ich denn jetzt vergessen? Irgendwas war noch. Spitzhacke! Ho, Leute! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es tut weh, in meinem Kopf zu sein, Leute. Ich sag's euch. Also neidisch mit mir kann man auf jeden Fall nicht sein. Neidisch kann man auf jeden Fall nicht sein. Jeder, der sagt, oh, Dagi, ich bin so neidisch, dass du YouTube machst und so und du, dass du so eine große Fanbase hast oder so. Leute, mit mir sollte man echt nicht tauschen wollen, glaubt mir. Das kann ich euch mal so ganz dezent sagen. So. Ja, Eisen packe ich mal wieder in die Eisenkiste. Ist logisch, das wäre ja so, ne, der logische Weg. Was kann ich denn noch wegpacken? Ja, das Holz packe ich mal ein bisschen weg. Wir haben wieder alles zugemüllt bei uns. Ach komm, das reicht. Den Rest werde ich ja jetzt sowieso gleich verbauen. Türen. Habe ich eine dabei? Wir könnten aber auch eine zweite machen. Okay, dann sollte das reichen. Oh, das war ein Glitch. Alles klar. Und übrigens, das hier mit diesem kleinen Raum hier mit dem angrenzenden Treppenhaus, das werden wir auch nochmal überarbeiten. Also da bin ich auch noch nicht hundertprozentig zufrieden. Auch das hier ist natürlich nicht fertig. Also, ein Raum ist erst fertig, wenn ich wirklich sage, dass er fertig ist. Zum Beispiel dieser Gang hier, den würde ich noch nicht mal als fertig bezeichnen, weil ich hier irgendwie noch ein bisschen was machen möchte. Auch wenn er natürlich schon sehr fertig aussieht. Aber wirklich fertig ist, glaube ich, gar nichts an Hogwarts. Selbst die große Halle würde ich nochmal ein bisschen verfeinern. Weil da fehlen diese Feuerkessel an den Seiten. Wisst ihr, was ich meine? Also im Grunde ist in Let's Build Hogwarts erst irgendwas fertig, wenn ich das sage. Und ich habe das, glaube ich, dabei noch gar nichts gesagt, oder? Nee, ich habe, glaube ich, noch keinem einzigen Bauabschnitt gesagt, dass ich fertig bin. Aber so ist das halt nun mal. So ist das. So und nicht anders. Ey, Tür, hau nicht ab. Spinn's doch. Achso, wartet mal. Ach, die Türen haben wir hier schon gesetzt. Na, guckt mal an. Seht ihr? Das meine ich mit, man möchte nicht in meinem Kopf sein. So, dann müssen wir mal eben die fehlgesetzten Dinger hier abbauen. Zack. Und was war jetzt noch falsch? Das hier, ne? Jo. So, und dann machen wir das Ganze hier mal weiter. Zack. So. Ah. Der kommt einmal weg. Zack. Zack, 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 zack. Alles klar, Hilfe. Oh mein Gott. So, zack und... Ach, komm schon, was ist denn heute wieder los, ey? Habe ich zu viel Butterbier gesoffen, oder was? So, gut, dann hätten wir die erste Schicht fertig. Und das machen wir jetzt... Manometer. So, das kommt auch mal eben weg. Ich glaube, die Toilette ist ein bisschen größer als die von dem Mädchen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon. Ist ja auch egal. So, da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Ich glaube, macht das eigentlich Sinn, vom Animagus aus das zu machen? Nee, ne? Ich mach das mal so. Ja, so geht's ja viel schneller. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Es muss auch nicht wirklich perfekt sein, Leute. Wir müssen ja hier nicht irgendwie ein symmetrisches Dach hinkriegen, was von außen schön sein soll, sondern das soll von innen funktionieren. Man soll von innen sehen, dass eine Wölbung oben in der Decke ist. Und das kann man auch schaffen, ohne dass das hier ein symmetrischer Kreis ist. Deswegen mache ich mir da gerade gar keinen Kopf, dass das nicht klappen könnte. So, das kommt einmal weg. Zack. Die Steine gehen uns langsam aus, aber wir haben ja noch in der Base genug. So, dann kommt der Stein nochmal weg. Zack, 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 zack. So. Und dann haben wir das gleich auch geschafft.
bin am Überlegen, wie groß ich die Wölbung überhaupt machen möchte, ehrlich gesagt. Weil das ist jetzt hier die nächste Frage, die sich mir stellt. Ich glaube, ich mache die noch einen höher. Und dann reicht es auch, weil sonst wird das zu viel des Guten. Das heißt, wir ziehen jetzt quasi nur noch diese Öffnung hier zu. So. Alles klar. Gut, ich habe mich auch ein paar Mal verbaut, ist aber auch nicht so wild. Wir gucken uns das jetzt mal von innen an, denn da müssen wir jetzt gleich noch die Treppenstufen setzen. Ja, Leute, also ich finde das schön. Ich finde das schön. Mich kann das jetzt hier nicht abschrecken. Treppenstufen haben wir aber in der Mädchentoilette auch noch nicht gesetzt, oder? Meine nicht. Ich guck da mal eben nach. Meine aber auch nicht. Nee. Ah, doch, teilweise. Ja, aber nicht alle. Die unterste Schicht haben wir gesetzt. Dann machen wir das, glaube ich, auch mal in der jungen Toilette. Wenn ich denn... Ja. Ah, doch, da haben wir welche. Aber das reicht, glaube ich, nicht. Ich guck mal, was wir damit anstellen können. Und dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir... Ja, ich glaube, das mehr mache ich heute auch nicht in der Folge. Sonst ist die Folge auch wieder überlang. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, komm, ich ziehe das mal eben. Dauert zwar immer ein bisschen lange hier mit den blöden Treppen und die werden wahrscheinlich jetzt auch gar nicht reichen. Aber YOLO. Deswegen, ich will das hier eben einfach mal fertig kriegen. Das glaube ich einfach... Auch als Gedankenstütze, dass wir einfach wissen, hey, Moment mal, hier muss noch was gemacht werden. Weil es dann so unfertig aussieht. Gerade wenn etwas nicht symmetrisch ist, dann springt es einem förmlich ins Auge, wenn man da noch irgendwas machen wollte. Oder generell, was man da vorhatte. So, 5 haben wir noch. 4, 3, 2. Ah, nicht ganz reicht es, aber wir haben uns kein einziges Mal verbaut, was für meine Verhältnisse ein sehr, sehr großer Fortschritt ist. Na gut. Aber Leute, mich würde es mal interessieren, was haltet ihr von dem Raum? Ja gut, er ist genauso wie die Mädchentoilette. Also wenn ihr den scheiße findet, werdet ihr das andere Klo auch nicht so toll gefunden haben. Aber okay, ich warte einfach mal ab. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ach, Moment. Uno momento. Ich beende wieder. Ich bin so voreilig in letzter Zeit. Bin so voreilig. Daniel, entspann dich mal ein bisschen. So, wir setzen jetzt nämlich noch das hier eben hin. Ich fast vergessen. So, und oben natürlich noch die Falltür, damit man da nicht einfach so reinplumpst, weil man das nicht vorhatte. Zack. Ja, und da geht's dann ordentlich tief runter in die Kammer des Schreckens. Ja, Leute, schreibt mir alles mal, was euch zu dem heutigen Thema einfällt, in die Kommentare. Und natürlich auch, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute!